Es ist echtes Land, nicht ganz so echtes Land und Genuss. Auf der Messe Land und Genuss. Sie denkt, ich bin ihre Mutter? Ja, ganz viel Land, mitten in Frankfurt. Sogar zum Probieren. Mit dabei jede Menge Käse und Wurst, natürlich vom Rind und vom Schwein. Wenn Sie jetzt aber sagen, Mensch, ich habe nur einen Biber zu Hause, kann ich den schlachten und daraus eine Wurst machen? Die Antwort finden Sie hier. Können Sie. So, ganz wichtig, erstmal probieren, ne? Natürlich, gerne. Dankeschön. Claudia Harting, warum haben Sie die Biberwurst erfunden? Hatten Sie zu viele Biber rumlaufen oder wie? Nein, außerhalb von Deutschland ist Biberwurst ganz gängig. Überhaupt kein Problem. Das ist auch kein Wildbiber, sondern ein Zuchtbiber. Es gibt Biberfarmen, genauso wie Schweine, Rinder, Lämmer gehalten werden, wird der Biber gehalten. Fettfrei. Was will man mehr? Und lecker ist es auf jeden Fall. Muss ich echt sagen. Erstmal Biber gegessen, also ich glaube, wenn ich einen Biber finde, könnte eine Wurst draus werden. Die Biber haben erstmal Schonzeit. Gibt genug anderes, sogar schon fertig geschnitten. Vom Land, das der Städter so vielleicht noch nicht kennt. Unsere Apfelweinsalami mit Fleisch vom schottischen Hochland drin. Gibt fast alles zum Probieren und Kaufen. Sie sind heute auch nur wegen des Essens da, ne? Nur wegen Essen, ja. Und Trinken natürlich auch, gell? Probieren und dann kann man nachher bestellen, was einem schmeckt. Finde ich toll. Wir kommen aber nicht zum ersten Mal, wir sind bestimmt schon viermal hier. Wir leben in Frankfurt. Da muss man das Landleben erst mal kennenlernen. Wie erfolgreich waren Sie da bisher? Sehr erfolgreich. Auch wenn wir das erste Mal hier sind. Also das ist ein ganz toller Mix von Sachen für Land, Getränke, Essen. Ja, ist alles da. Gerade Getränke gibt es ohne Ende. Und die sind auf der Landmesse gar nicht alle vom Land. Dafür aber mal oberpassend zum Karneval. Und wie sich das für eine Frankfurter Brauerei gehört, gibt es selbstverständlich Kölsch hier. Kai Greinus von der Brauerei Braustil. Kölsch Rosé, warum sollen das nicht die Kölner besser machen? Zum einen machen die es auch gut, allerdings haben wir Karamellmalzanteile, Münchner Malzanteile und dadurch kommt die dunkle Farbe zustande. Und es ist eine Kölsch-Brauart. Also wir brauen kein Kölsch, sondern nur die Brauart ist das Kölsch. Kann ich mal probieren? Sehr gerne. Lecker. Kein Mensch braucht mehr Köln für Kölsch. So, schnell Geld zählen. Vielleicht reicht's ja für einen Mähdrescher. Mist, knapp. Naja. Vielleicht irgendwann mal. Sie sehen einen Bauernhof. Nee, echt? Kälber? Und Martina Leisner hat dafür gesorgt, dass wir einen Bauernhof mitten in der Stadt haben. Warum haben Sie den hierher gebracht? Weil es einfach unheimlich wichtig ist, Kindern und auch erwachsenen Menschen zu zeigen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Was gibt es da so an Fragen hier, die gestellt werden? Gibt es irgendwelche Highlights? Ein Highlight war definitiv heute, dass ein Kind gesagt hat, Schweine machen die Milch, geben die Milch. Nein, natürlich nicht. Selbst mir als Stadtkind war ja schon immer klar, dass diese kleinen, süßen Schweine hier keine Milch geben.